Spandana ist das Pulsieren, das Schwingen, das Vibrieren. Spandana ist auch Schwingung. Spandana ist ein Ausdruck, der auch gerade im Tantra von besonderer Bedeutung ist. Ursprünglich sind Shiva und Shakti eins. Shiva, Bewusstsein, Shakti, die kosmische Energie. Shiva und Shakti sind eins. Und dann aus dieser Einheit von Shiva und Shakti manifestiert sich Shakti als ursprünglicher Spandana. Spandana, plötzliches Pulsieren, plötzliche Schwingen. Und diese Urschwingung, Spandana, die manifestiert sich dann weiter und schafft das gesamte Universum. Spandana ist in diesem Sinn auch das weitere Pulsieren und Schwingen. Letztlich, die ganze Welt ist Shakti. Die ganze Welt in all ihren Formen, in all ihren Elementen, in allen Energien, alles ist letztlich Schwingung. Alles ist Spandana. Es gibt nichts, was gleich ist, es ist nichts, was beständig ist. Ein Stück Eisen besteht aus Molekülen, Molekülen aus Atomen, Atome bestehen aus Elektronen, Neutronen, Protonen. Das ist nichts anderes als Spandana, Schwingung. So kann man sagen, Spandana ist das, was das Universum ausmacht. Spandana ist das Charakteristikum von Shakti, der kosmischen Energie. Und es gibt eben den Ur-Spandana, das ist der Urimpuls, die Urschwingung. Aus Shiva und Shakti, der ursprünglichen Einheit, entsteht der Ur-Spandana. Und aus diesem ursprünglichen Pulsieren und Schwingen, aus diesem ursprünglichen Vibrieren, entsteht dann das gesamte Universum. Man kann auch sagen, Spandana ist wie der Urknall. Plötzlich aus dem Unendlichen manifestiert sich eine Urschwingung und aus dieser Urschwingung entsteht das gesamte Universum. Spandana, Vibrieren, Pulsieren. Spandana, Schwingung. Im Tantra-System insbesondere die Urschwingung. Und diese Urschwingung wird dann auch als Spandana Shakti bezeichnet. Shakti, die kosmische Energie, manifestiert sich zunächst als Spandana Shakti. Und diese ursprüngliche Spandana Shakti schafft weiter durch Pulsieren und Schwingen, durch Vibrieren das gesamte Universum.